manchmal braucht es unglaublich wenig, um dich sprachlos werden zu lassen. Wirf große Visionen, setz deinen Fuß in das Licht, folg dir selbst und was du suchst, findet dich. Und gerade ist das für mich ein solcher Moment. Bin hier, wie du unschwer erkennen kannst, in der Natur und hab fast schon Tränen in den Augen, weil das hier so wunderschön ist. Das Meer ist im Hintergrund am Rauschen. Hinter mir steht eine Herde von Wildpferden und wir wollen uns heute zusammen einfach nochmal ein bisschen bewusster darüber werden, dass uns die Natur in Einklang bringen kann mit diesem Unbeschreiblichen. Wir müssen es wirklich nicht versuchen, mit Worten zu beschreiben. Aber ich will dich nichtsdestotrotz mit diesen Worten in diesem Video dazu einladen, es in den nächsten Tagen vielleicht einfach mal wirklich auszuprobieren. Um diese mit Worten nicht zu beschreibende, dich aber letzten Endes unglaublich erfüllende Dimension in dein Leben einzuladen, um sie zu ermöglichen. Um loszulassen, von dem immer Beschreibbaren, von dem immer direkt Einordbaren und ach ja, guck mal, da stehen Pferde und ach ja, guck mal, ich sitze hier und ach ja, guck mal, da ist die Person, die kenne ich ja auch schon, die habe ich auch schon zweimal gesehen und. Das heißt, wenn du das nächste Mal, wie ich jetzt gerade, in die Natur hinausgehst, versuche einfach mal loszulassen von allem vermeintlichen Wissen. Versuche loszulassen von allen erlernten Konzepten. Setz dich dann einfach mal irgendwo hin in die Natur. Verschieb deine Aufmerksamkeit einfach mal kurz nach innen. Geh mal rein in dein Herz, fühl dieses Herz mal von innen. Entspanne von innen, so gut dir das dann möglich ist. Öffne dein Herz von innen. Lass deine Schultern entspannen, lass dein Gesicht locker werden. Lass deinen Blick etwas sanfter werden, auch ein bisschen lockerer werden lassen. Und dann nimm einfach mal diese unglaubliche Schönheit dieser Natur wahr. Werd einfach mal eins damit, verbinde dich wirklich damit. Und komm mal zu dieser Realisation, dass du eben nicht weißt, was es wirklich für Lebewesen sind. Natürlich, wir geben ihm Konzept, dass das jetzt ein Pferd ist. Da steht jetzt meinetwegen ein kleiner Baum und ja, es ist ein Baum und ja, es ist ein Pferd. Aber sowohl der Baum als auch das Pferd sind nur mentale, verstandesmäßige Konzepte. Das heißt, in dem Moment, wo wir all das verstandesmäßig gelernt haben, wo wir es benennen konnten, begann der Trennungsprozess. Hier bin ich, da ist das Pferd. Hier bin ich, da ist der Baum. Dasselbe kannst du einsetzen, wenn du das nächste Mal mit deiner Freundin oder mit deinem Freund zu tun hast. Da bist du, da ist die Freundin, da ist der Freund. Und schon bist du getrennt. Schon denkst du, du wüsstest etwas über den Baum. Schon denkst du, du wüsstest etwas über das Pferd. Schon denkst du, du wüsstest etwas über die Person, die dir vielleicht gerade gegenüber sitzt. Wenn du das nächste Mal, wie gesagt, still da sitzt oder still da stehst, lass einfach mal los von diesem vermeintlichen Wissen. Geh mal rein in diesen Raum des Nichtwissens. Lass mal los von allem Bekannten. Und realisiere einfach mal, dass du da gerade sitzt und eigentlich überhaupt gar nichts weißt. Dass dieser Raum des Nichtwissens dich öffnen kann für eine tiefer werdende Lebendigkeit. Für das, was man mit Worten eben nicht mehr beschreiben kann. Plötzlich dringt dann etwas durch, was eben dir mal die Tränen in die Augen schießen lassen kann, was dir vielleicht eine Gänsehaut bescheren kann, was auch vielleicht gar nichts Krasses irgendwie mit dir macht, sondern was dich einfach nur mal da sitzen lässt und dich mal wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen lässt und dich einfach verbunden fühlen lässt. Dass du in diese Realisation kommst, dass die Geschichte, die du am Schreiben bist, cool ist, aber dass es eben nur eine Geschichte ist. Dass du dich jederzeit durch das Fallenlassen, durch das Loslassen von jeglicher Identifikation wieder verbinden kannst mit der Einheit,
die du in Wahrheit bist, mit dem Bewusstsein, dass du hinter all dieser Oberflächlichkeit in Wahrheit immer schon bist und immer schon warst und auch immer sein wirst. Das heißt, das Bewusstsein, das wir sind, zeigt sich in ganz vielen unterschiedlichen Formen, in ganz vielen unterschiedlichen Erscheinungen, in dir und in mir. Würdest du mir jetzt in meine beiden Augen schauen, würdest du dich darin gespiegelt sehen. Würde ich in die Augen dieser Pferde jetzt gleich schauen, würde ich mich darin auch gespiegelt sehen. Und denk einfach mal auf eine bisschen tiefere Art und Weise genau darüber nach. Alles, was du wahrnimmst, ist Teil deines Bewusstseins. Und mit diesen Worten und mit dem Rauschen des Meeres im Hintergrund hoffe ich, dass du ein bisschen teilhaben konntest an diesem ganz besonderen Moment für mich, an diesem sehr offenen Moment, und dass du vielleicht ein bisschen dich inspiriert fühlst, diese Dimension beim nächsten Mal, vielleicht schon heute, auch in deinem Leben wieder ein bisschen mehr einzuladen, ihr ein bisschen mehr Raum zur Verfügung zu stellen. Falls du da jetzt irgendwie was in dir gespürt hast, falls du Resonanz gespürt hast, kannst du dir gerne mein ganz, ganz neues Buch, Der innere Raum, bestellen. Da geht es auch ganz, ganz viel um genau diese Erkenntnisse. Und für alles Weitere von Herzen dir wie immer das Beste. Ich wünsche dir eine gute Woche, mein Freund. Und bis zum nächsten Video. Dein Maurice.